Hi Leute und willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Wir wollen jetzt versuchen, ob wir die Salpings aus Ares Festung holen können, damit wir damit seine Essenz tracken können, beziehungsweise den Typen, der die Essenz gemopst hat. Wir müssen alles an Mats mitnehmen, was wir auf dem Weg finden. Achso, die andere Rüstung. Ah, wieder falsch. Die andere Rüstung mit dem Ausdauer fällt wieder an. Passt. Ja, das ist doch. Halt, stopp. Was ist das hier für ein Mini-Rätsel? Okay, ja. Nichts Großartiges. Ich würde gegen dich kämpfen, aber so lebensmüde würde ich nicht. Guten Tag. Hi. Meine Güte, der sieht aus, als wäre er direkt der Unterwelt entstiegen. Was zum Hades macht er hier? Wer? Was? Ich sehe hier irgendwas. Können wir da... Da müssen wir was durchschießen. Okay. Wir müssen hier durchschießen auf jeden Fall. Das wird ja wieder so eine Aufgabe für mich. Also von hier irgendwie anfangen. Warte, da brennt kein Feuer. Oder wie soll ich das? Ich hab schon das erste da nicht geschafft. Brennt aber kein Feuer, das heißt, vielleicht muss ich da das Feuer irgendwie anmachen.
Okay. Das erste schaffe ich auf keinen Fall. Kann ich nicht, wenn der Controller wie bekloppt. Vibriert. Wie soll man denn den ersten bekommen da? Vielleicht muss ich auch von hinten. Als ob ich an den Dicken vorbeigehört bin. Als ob ich an so einem riesen Klops vorbeigehört bin. Okay. Das da auch? Nee. Ah, das die gehören da rein. Huh?
muss aus dieser Richtung schießen. Bitte. Aber hinten ist doch schon an. Kann ich nicht gewonnen haben schon? Wie wär's? So ein bisschen. Ade. Yes, 6 Marken. Der ismenische Drache war Ares heilig und der Hüter seines Reiches. Starb das Vieh nicht in Theben? Ja, ich erinnere mich, weil er es sonst immer zum Abendessen mitbrachte und dann von einem Moment auf den anderen zischte da nichts mehr. Er brachte seine Leiche zur Goldinsel, um den Verlust zu betrauern. Das klingt nicht wie Ares. Es gibt vieles, das du nicht über ihn weißt. Was ist mit seinen Zähnen? Kadmos, der berühmte Bestienbezwinger, und später Jason, der Argonaut, haben sie ihm ausgeschlagen. Wenn man die Zähne des Drachen in der Erde vergräbt, erwachsen daraus Soldaten. Dentale Kriegsführung! Typhon zog die Soldaten in seinen Bann und erschuf so seine Armee des Bösen. Nicht. Warum hat Ares nicht gesagt, dass er die Drachenleiche hergebracht hat? Es ist nicht immer einfach, mit dir zu reden. Doch, ich scherze sogar. Auf seine Kosten. Ich breche nur das Eis. Du erschaffst das Eis. Vergrab doch die Drachenzähne. Vielleicht wachsen dann Worte heran, die deinen Sohn trösten oder ihm helfen, eine Stadt zu gründen. So wie die Spartoi Kadmos halfen, Theben zu gründen. Und dort, in den Fängen der einst mächtigen Schlange, war das Kriegsinstrument des Ares. Es ist immer da, wo man zuletzt sucht. Was? Gut. Ich habe Ares Salpings und Typhons Tributmelodie. Jetzt kann ich die Festung öffnen. Wirklich. Oh, was holen wir uns jetzt mit den Marken? Achso, bei wo wir den Hahn Ares getroffen haben, ist ja auch so ein Gebäude. Und da ist oben auch eine Kiste drauf. Jetzt müssen wir wieder zurück in die Richtung, ne? Ja. Fliegen wir von hier rüber? Ja. Oh ja. Können wir gleich ein bisschen Zeug mitnehmen.
Next. Epische Truhe. Das ist dieses Rätsel da, ne? Immer rum. Au. Was habe ich euch getan? Den Gewicht hinbekommen. Das Gewicht ist da. Halt, stopp. Kann es halt nicht wegwerfen, dass es nicht oben behält. Okay. Mach, wir müssen noch in eine Festung einbrechen heute. Kann da so nicht sein. Aha. Ha. Ha. Ist hier ein Durchgang offen? Kante liegen bleibt da ist. Ja.
geht wirklich nicht, wenn man es nicht sieht. So ist doch richtig, oder nicht? Also es sollte richtig sein. Werden wir gleich sehen. Nein. Du. Schwierig hier mit euch. Ja, das muss ich gucken. Er ist jetzt da im Eck. Da drüben. Gar nicht lange gedauert. Aber wir bekommen den passenden Helm zur Rüstung. Gucken. Dreifach Schaden anzurichten. Ausblenden, danke. Dreifacher Schaden. Bitte zehnfach. Ich da drei von Schaden. Okay. Joa. Auch wenn natürlich wir 10% wir nichts ist. Die Chance, ne? Ja. Da muss man halt nur viele Schläge machen. Reiß dich zusammen, Bär. Du bist nicht bereit. Geh nach Hause. Ares? Psst. Willst du, dass ich geschnappt werde? Hier gibt es keine Deckung. Aber das ist deine Festung.
Ich bin nicht mehr der Hahn im Korb. Schon vergessen? Du wirst wieder über die Festung herrschen, wenn wir deine Essenz haben. Die Götter werden vor Freude jubeln, wenn das passiert. Aphrodite ist mit Hephaistos verheiratet, dem alten Spinner. Ich meine, ich habe gehört, er malt neuerdings. Und Zeus hasst mich. Stimmt nicht. Ich bevorzuge nur Athenas Kampfkunst, Führungsstil und Reife und Apollons Musik. Oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Ares, sieh dich an. Das ist dein wahres Ich. Dich interessiert nicht, was andere denken. Du handelst. Du vernichtest ganze Städte, wenn es nicht nach deinem Willen geht. Du beschützt deine Leute und deine Familie auf Kosten aller anderen. Du bist ein Arsch. Und du warst immer einer meiner Lieblinge. Ich zweifle an deinem Geschmack. Lass uns dieses Tor öffnen. Kommst du mit? Da rein? Du machst Witze. Wenn mein altes Ich eines richtig gemacht hat, dann diese Festung zu sichern. Sie ist undurchdringlich. Alles klar, dann finde ich das Fährtengerät und komme zurück. Pass auf dich auf. Befolge deinen eigenen Rat. Typhons Schergen werden überall sein. Hier, ein weiterer Segen, Phönix. Für den Fall, dass es dir wider Erwarten doch gelingen sollte. Viel Glück. Ich drücke dir die Flügel. Diesen Ares. Oh, da bekommen wir Phönix her. Kenne ich gar nicht. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der große und mächtige Zeus? Niemals. Das war eben ein bisschen zu eindeutig, wenn auf einmal so ein Riesenbusch da noch... Bock. Da wollen wir was Großes schmeißen.
ist jetzt nicht, ne? Ich dachte, sie muss da jetzt die ganze Melodie spielen. Das hat anscheinend so schon gereicht. Ares bettelt förmlich darum, ausgeraubt zu werden, so viel Kriegsbeute, wie er hier bunkert. Soll das eine Rechtfertigung sein für all das Zeug, das du ihm gestohlen hast? Das war die Entschädigung dafür, dass ich ihn großziehen musste. Als ob du direkt wieder nach dem Knockout wieder stehen darfst. Was ist denn das für ein Scheiß? Runter. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter und machen diese zwei Schatzkammern von Ares. Bis dahin, ciao Leute.